So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Talos Principle mit mir, dem Smeagol. Und wir haben den einen Stern hier noch nicht gefunden. Und ja, ich würde sagen, da gucken wir uns jetzt einfach mal gemeinsam ein bisschen um. Tun jetzt mal so, als wenn wir gar nichts wüssten von dem, was hier so passiert. Hallo? Nee, hier kann er nicht sein. Nein, Quatsch. Ich habe natürlich vorher schon geguckt, wo er ist. Es ist Idiotenscheiße. Wirklich. Also sorry, ich muss das einfach mal so sagen. Es ist wirklich idiotisch. Ja, also das kann man nicht anders sagen. Also hier wäre nichts drin. Ne? Also auch nichts drin. Na, 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 na. So, jetzt haben wir hier dieses Ding mit der Kugel und bla bla bla. Da war hier hinten, wenn ihr euch erinnert, war da einer drin. Und dann hier hinten in dem, wo wir gerade drin rumgelaufen sind, ne? Also hier. So, hier drin, ne? Da war dieser hinter der Barriere da, ne? Und ja, das ja, na, ja, 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 ja. So, und jetzt ist es folgendermaßen. Und zwar, wo haben wir es jetzt? Moment, jetzt muss ich nochmal... Ich mache nochmal eben einen Cut und ja, hol euch gleich dazu, sobald ich an der richtigen Stelle bin, beziehungsweise ne, das und so weiter. Bis sofort. So, ich habe das Rätsel hier mal wieder so eingerichtet, wie wir es brauchen. Und zwar mit dieser fliegenden Kiste da oben hoch, ne, die sich selber dann am Leben hält, hier auf diesen roten. Und hier hat unser guter Freund der Samsara noch eine depressive Nachricht hinterlassen. Und, ja, dann bin ich einfach mal... Naja, zwar, ich habe vorher wirklich nichts davon gesehen. Und dann bin ich hier entlang... Und hab die Leiter auch gesehen zum ersten Mal. Und dann habe ich hier den hier gesehen. Da ist unser Stern. Ja, sodass wir jetzt eigentlich alles geklärt haben in dieser Welt. Also, wir haben unsere... Moment. Drei Sterne, vier Teile in der Welt Nummer 5. Also, das heißt, wir sind echt... durch mit allem, was so sternmäßig abgeht. Ja, wir sind hier in dieser Welt durch. Wir haben eigentlich alles jetzt geregelt. Uns fehlen noch 3 Tück. Wir gehen also hier raus. Ne? Das macht keinen Sinn, dass wir uns hier jetzt länger aufhalten. Wir brauchen auch keine Axt. Moment, wir sind auf der Seite. Ein bisschen was könnt ihr ja... Genau. Da war auch nichts mehr. Gut, hier ist die Tür zum Rausgehen. Jetzt könnten wir, theoretisch könnten wir da hinten mal rausgehen, aber das machen wir natürlich nicht, weil wir wissen, oder wir ahnen, wir wissen, es ist ein Ende. Weil ich habe mittlerweile auch geschnallt, dass es wohl 3 Enden gibt, also 3 mögliche Enden. Und ja, das wäre 1 gewesen und da wären wir nämlich schon am Arsch. Also da habe ich schon intuitiv das Richtige entschieden für uns. Ne? Das war halt nicht da irgendwie... Ne? So. Jetzt geht's um die Wurst. Und zwar, was haben wir jetzt? Wir haben... Jetzt müssen wir eben gucken, wo dieses komische Gebäude hier ist. Ich glaube, das war dahinter, ne? Ich glaube, das haben wir ja schon erledigt, ne? Also wir haben hier schon einen komischen Stern. Wir, also uns fehlen noch 3 Stück. Ne? 3 Stück. So. Hier ist einer von diesen Dingern noch. Ne? Den haben wir nämlich auch noch nicht. Deswegen, wir müssen jetzt gucken, dass wir irgendwie Konnektoren an den Start kriegen. Und zwar 2 Stück. Stück und zwar blaue. Also ich brauche jetzt blau hier. Und das müssen wir mal gucken, wie wir das überhaupt regeln. Dass wir irgendwoher aus diesem Türmchen, ne, dass wir da ein paar Konnektoren. Na, balla, 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 balla. So, jetzt machen wir mal 1.
Und jetzt nehme ich euch auch mit. Verfolgung des Primärsubjekts wurde eingestellt. Initiiere. Ja, ich bin ja schon Verbrecher gewesen. Also ich habe ja schon alles geregelt, ne? Also, Junge, wir haben ja schon alles geregelt eigentlich. So, jetzt gucken wir in jede Abteilung hier mal rein. Und guck mal, wo wir letztendlich klarkommen könnten, theoretisch. So, blau ist hier hinter, aber eingesperrt. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier schon mal Konnektoren finden. Weil das mache ich jetzt nicht alleine. Da müssen wir mal gemeinsam gucken, dass wir hier irgendwie irgendwo hier können wir nichts mit rausnehmen. Da ist einfach nur geöffnet. Hier können wir mal durchgehen. Hier wäre schon mal einer. So. Da weiß ich allerdings nicht. Können wir den jetzt hier rausschleppen? Moment. Können wir hier durch? Nein. Können wir hier irgendwo durch? Hier können wir durch. Hier können wir durch. So. Und dann haben wir unseren ersten Connector. So. Den schleppen wir mal gleich zum Fahrstuhl. So, den stellen wir mal hier rein. So, und dann holen wir uns mal gleich den zweiten auf dieselbe Art und Weise, weil hier stand ja noch einer. Da ist noch einer. Und die brauchen wir, um irgendwo blau abzuzwacken unten und dann bla bla bla. Ne? Also das werden wir jetzt irgendwie mal gucken, wie wir es hinkriegen. Und dann haben wir unseren Stern hinter der, also hinter diesem Turm hier in der Hütte schon mal. So, das wäre das Erste. So, jetzt müssen wir nochmal gucken, wo wir blau herkriegen. Also das ist jetzt so eine Sache. Wir haben die Hütte hier hinter, ne? Also das heißt, irgendwo muss blau eine Quelle haben. Moment, ich nehme mal einen. Moment, wir sind mit dem Fahrstuhl. Wir können aber auch, warte mal, können wir springen? Wir können auch springen, ne? Ich glaube, wir können springen. Ja, bam, genau, so. Das nehmen wir jetzt mal mit, dieses Ding. Und jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier blau herkriegen. Kriegen hier nirgendwo. Wir gucken mal. Moment. Ich muss mal eins machen, nämlich dieses hier stellen wir mal hier auf. Und zwar stellen wir den mal hier hin. So, der muss mit blau versorgt werden. Und jetzt müssen wir mal gucken, wo wir blau herkriegen, weil das wäre dann unser Goal. Ne, sozusagen. Alter. Ich fass es nicht. Wir waren in C, ne? In C gab es die Axt für. Und ich kann die nicht mitnehmen durch. Alter. Ha. Jo, ist doch ganz schön eigentlich, wenn ich mal nicht die ganze Zeit schneide und euch mitnehme, dann habt ihr so diesen ganzen Prozess auch mit dabei. Ja, ich weiß, bla bla bla, aber ich hoffe, euch macht es trotzdem Spaß zwischendurch wenigstens. Und also mir macht's immer noch totalen Bock und ich feiere das wirklich total. Ich freue mich schon auch auf den zweiten Teil bald. Da habe ich was gesagt, ne? Also, da gibt's ja noch eine Erweiterung zu. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal mit unserer Axt auf Reise. So, die Axt im Hause ersetzt den Zimmermann. Ein uralter, saudover Spruch, aber naja gut. Mir fällt gerade nichts anderes ein. Also seid nicht böse mit mir. Nein, bitte nicht schlagen. So. Also mittlerweile. So, und zwar gehen wir jetzt ins Türmchen rein und dann gehen wir aber, jetzt muss ich gucken, wie gehen wir denn jetzt hier, kommen wir hier direkt, ah, hier kommen wir raus, abgefahren. Bam,
Blaue Quelle. Das ist gut. Das ist sehr gut sogar. Wir kommen hier. So, können den drücken. Ich hoffe, unser... Nase juckt. Gibt Geld. Ich hoffe, unser Connector kommt mit runtergefahren. Oder... das wäre schon eine gute Sache. Ja, da ist er. Sehr schön. So, jetzt haben wir diesen hier. Und dann machen wir mal hier die Connection. Und wo müssen wir hin? Ach so, jetzt muss ich natürlich da raus. Ach so, da kann ich drüber. Ja, super. So, und dann können wir... Warte mal. Da muss ich hin und... Da, da. Und... Ich liebe diese Rätsel, liebe ich ja, ne? Also wenn es über so weite Strecken und so, ne? Wenn es so abgeht, finde ich das total genial. So, und da hätten wir unseren Stern Nummer 8. So, und jetzt brauchen wir eigentlich hier nach einer blauen Quelle nicht mehr suchen. Ich weiß auch nicht, ob wir die Konnektoren, können wir sowieso in keinen Level hier, keine Instanz mit reinnehmen. Weil da ist ja gesperrte Zone in Lila. Und von daher würde ich sagen, ich glaube es war 4. Wir gucken mal eben bei 4. Ich habe, als wir da angekommen sind, habe ich was gesehen. Und zwar war da so ein Vorsprung, während dieser Typ, der Elohim, das habe ich schon mal erzählt, während der mich vollgeblubbert hat, habe ich da geguckt und habe gedacht, boah, da könnte man eventuell, ne, könnte man da mal versuchen, ob wir da irgendwie klarkommen, weil es soll hier wohl 2 geben. So viel sei mal dazu gesagt. So, jetzt ist aber die Frage, war das hier? Nein, hier war es nicht. Nee, da war auch kein Schnee, glaube ich, sondern einfach nur so ein Dach. Also war es 5. Also es war ziemlich zum Schluss auf jeden Fall, wo er uns noch angelabert hat von wegen, ja, bla, und geh da nicht hoch und ich hab's dir schon gesagt, mein Kind, und dieser ganze Bullshit, den der verzapft, damit er seinen Arsch nicht verliert. Und dann kam... hier sieht's auch nicht... ich weiß nicht, ob's hier richtig ist. War das hier? Nein. Die haben wir schon. Hier war das. Da. Da. So. Und da bin ich mir... So. Jetzt gucken wir mal. Da sitzen Tauben, die fliegen weg. So, und da kann man vielleicht unten auf irgendeinem Ding landen, auf einer... Machen wir mal, ne? Okay. Bonsai! Da ist ein Loch. Ich wollte eigentlich auf dem Dach landen. Hallo? Wollte auf dem Dach. Da ist ein Stern. Geil. So, jetzt fehlt uns noch einer und ich habe keinen Plan, wo der sein kann. Wirklich, ich habe keine Ahnung, wo der sich aufhält hier in dieser Welt. Das heißt, entweder suche ich mir jetzt 5 Stunden lang einen ab. Wo sind wir denn überhaupt? Ach so, ich kann ja eigentlich, kann ich ja springen, oder? Kann ich springen? Ja, ich kann springen, oder? Von hier auch, ja. Kann ich lenken? Nein, 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 nein. Hier auf dem Dach, das ist auch nicht schlecht. Vielleicht hier noch ein Stern? Das wäre natürlich... Tja, keine Ahnung. Also jetzt weiß ich gerade gar nichts mehr. Wir gehen hier mal runter. Gut, also wir hätten soweit Welt A hätten wir alles geklärt. Wir haben in Welt B alles geklärt, in Welt C alles geklärt und den Turm. Wir haben eigentlich nur noch einen Stern, der uns irgendwo fehlt. Also das heißt, ich habe irgendwo was übersehen. Ich würde es jetzt mal so machen. Ich gehe nochmal gucken und ja, dann, wir können ja,
Ja, komm, wir gehen nochmal gemeinsam auf die Suche kurz. Das kann ja auch nicht schaden, dass wir mal ein bisschen gemeinsam noch unterwegs sind, als dass ich es alleine mache. Irgendwo haben wir einen Stern übersehen. Also entweder ist der irgendwo in der offenen Welt, dann wird der auf den Tafeln nicht angezeigt. Das weiß ich aber nicht. Das wäre jetzt so die Frage. Oder der ist in einem von diesen Dingern, die wir hier mit der Axt losgekloppt haben. Das wäre natürlich auch. Sollen wir da vielleicht erstmal gucken? Komm, wir gucken erstmal hier. So. Das wäre... Oh, das ist nicht gut. Ich glaube nicht, dass wir hier irgendwas Sinnvolles finden. Aber wir gucken. Ich gucke. Damit wir das schon mal hinter uns haben. Also, ne, hier waren wir überall schon. Wir haben hier unsere Käfige da geöffnet und bla bla bla. Und hier sind wir rüber. Und das war's hier aber an der Stelle wohl, ne? Ich glaube nicht, dass hier noch irgendwas dabei rumkommt, wenn ich hier... Nein, ich glaube nicht. Ich denke mal, das war's hier. Okay. Gut, ich meine, ansonsten muss ich halt einfach wirklich mal gucken, wo die Sterne, die Locations von denen sind. Aber, so. Sechstens. Warte mal, Moment. Ja. Wir haben hier Stern erledigt. Stern erledigt. Erledigt. Hier ist nichts mehr. Stern erledigt. Zwei, drei. Zwei Stück. Zwei Stück. Zwei Stück. Ah. Die machen wir noch. Die haben wir noch gar nicht angegangen, die Dinger. Die sind, ja, ne? Da wissen wir ja noch gar nichts drüber. So, okay. Ich würde sagen, während ich hier den Aufzug hochfahre und dann zu B und C nochmal reingehe und gucke, ja, sag ich mal tschüss, bis sofort. Ich hole euch dann wieder dazu, sobald es weitergeht. Bis gleich. So, ich bin mal wieder bei euch und wir haben hier, wir sind in C, wie man hier sieht, ne, an unserer Axt kann man es erkennen. Wir sind in C gelandet wieder in der Kathedrale und hier ist natürlich auch noch so ein Ding. Das haben wir losgekloppt, aber sind da nicht reingegangen, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, weil hier sind noch zwei solche komischen Kugeln da, die beide noch nicht geöffnet sind, entpuzzelt sind. Und von daher, ich weiß gar nicht, ob wir uns das schon angeguckt haben. Ich bin gerade mal durchgelaufen, also man muss tatsächlich jetzt erstmal hier diese Puzzle regeln. Die sind allerdings, ja, ne, ich würde sagen, die können wir relativ easy, können wir die in irgendeiner Form machen, klar machen. Und würde ich sagen, das noch da rein und schon haben wir unser Teil. So, das wäre der erste Connector. Und zwar haben wir hier... wo war das? Hier vorne an der Hütte. Haben wir folgendes. Moment. Und zwar... Na. Na. Hallo. Na, kommen wir hier nicht hoch? Hier kommen wir aber hoch. Genau. Wir haben hier zwei so Dinger. Einmal blau, einmal rot. Ich weiß noch nicht, was wir damit anfangen müssen. Wir gehen mal gucken... Und wir haben hier nämlich noch eine Nachricht von der Frau vergessen. Und wir können nochmal. Ich meine, kommt jetzt ein bisschen spät, aber... Ich sehe diese weglose Form und ich frage mich, wer du sein wirst. Wirst du die gleichen Wertvorstellungen wie wir haben? Wirst du uns lieben, weil wir dich erschaffen haben? Oder wirst du uns dafür hassen, dass wir dich in einer ungewissen und gefährlichen Welt ausgesetzt haben? Wenn du unsere Entwicklung betrachtest, unsere Errungenschaften, unsere Verbrechen. Was wirst du von uns denken? Wird die Welt, die du erschaffst, unserer ähneln? Oder so anders sein, dass wir sie uns nicht mal vorstellen können? So oder so. Ich hoffe, dass du unseren kleinen blauen Planeten genauso schön finden wirst, wie wir es taten. Ich hoffe, dass du besser auf unsere Welt aufpassen wirst als wir.
Und ich hoffe, dass du eines Tages nach oben schauen wirst, um nach den Sternen zu greifen. Oh ja, das werde ich. Gewiss. Danke. So, jetzt haben wir hier unsere blaue Quelle. Ne? So. Jetzt ist nur die Frage, wo wir Rot herkriegen, weil Rot haben wir hier überhaupt nirgendwo am Start. So, und da wäre Blau und das stellen wir mal hier vor, glaube ich, ne? So, und jetzt stehen wir nämlich hier. Gut, ich würde sagen, wir gehen dann nächste Folge mal hier auf Suche, weil ich bin noch nicht ganz mehr darüber im Klaren, was ich hier dann noch so und ne, was es hier damit auf sich hat. Weil hier hinten ist Rot, aber wir haben keinen Connector dafür. Es sei denn, ich habe einen übersehen. Aber wie gesagt, das machen wir dann. Hier ist auch ein großes Rätsel. Ja, das machen wir dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zur nächsten Folge. Tschaußen, euer Smiegel.